verbrennt. Wenn sie nur noch Asche ist, wirst du um Rache betteln. Die Wächter müssen nicht unbedingt davon erfahren. Beta-Phase abgeschlossen. Die Verteidigung der Erde ist unwiderruflich geschwächt. Beginne den Countdown. Sie sind überall auf der Erde. Größere Schiffe werden über diesen Großstädten positioniert. Sogar mit Aquaman-Soldaten sind wir immer noch in der Unterzahl. Wie lautet der Plan? Du hast doch einen, oder? Wir müssen die besetzten Städte evakuieren, bevor wir Brainiac ausschalten. Aber wir brauchen mehr Feuerkraft. Gibt's noch mehr Schwergewichte auf der Luther Wayne-Gehaltsliste? Nur Blue Beetle und Firestorm, aber die sind beschäftigt. Zu beschäftigt hierfür? Sie sind die letzte Verteidigungslinie, wenn Brainiac sich Superman nähert. Tja, falls Brainiac ihn nicht aus dem Gefängnis holt, tun es Black Adam und Wonder Woman. Und je schlimmer es wird, desto mehr Leute werden ihn freisehen wollen. Ich sag ja nur. Hoffentlich können diese Kids den meistgesuchten Mann der Galaxie festhalten. Beetle und Firestorm sind zwar noch jung, aber zu zweit sind sie das stärkste Team, das wir haben. Ernsthaft, Heime? Batman hält uns nicht für wichtig. Die Aliens greifen an und wir müssen Wache schieben? Wir bewachen Superman und seine Kumpanen. Die bereits Wachen haben. Wir bewachen die Wachen. Wir sind überflüssig. Jason, nimm etwas Abstand. Betrachte das Gesamtbild. Ich bin lieber hier drin als da draußen. Dieser Anzug ist eine Alien-Kriegsmaschine. Und eure Firestorm-Matrix? Wir bekämpfen Brainiac und BUM! Wir sprengen aus Versehen die Welt. Heime hat recht. Wir haben die Kräfte nicht unter Kontrolle. Na, Professor Heime, hört euch mal reden. Wir sind knallhart. Und deswegen gehören wir auch an die Front. Das hier ist die Front. Brainiacs Amoklauf ist eine Krise. Brainiac und Superman zusammen? Das wäre die Apokalypse. Wir sind also die einzige Barriere zwischen Krise und Apokalypse? Damit kann ich gut leben. Superman-Fanclub. Egal wer, wir sollten uns vereinigen. Dann los. Rote Sonnenzelle gesichert. Muss das Energiezentrum sein. Energiezentrum? Bricht es zusammen, schalten sich die Generatoren aus. Und er kann einfach hier rausfliegen.
das ein Traum? Einer von uns nimmt Adam. Der andere startet den Generator neu, bevor Superman entkommt. Ein schwacher Plan. Du wirst ziemlich sicher hier sterben. Schätze, jetzt sind wir an der Front. Du bist ein naiver Junge mit zu viel Macht. Genau wie der tote Billy Batson. Besiegt. Es endet nur auf eine Art. Mich zerquetschst du nicht. Du bist am Boden. Aber ich strauchel nicht. Habe ich's ja wirklich drauf. Kehren wir zurück und verriegeln Supermans Zelle. Die Standards meines alten Herrn sind gesunken. Ihr Frischlinge versucht verzweifelt, Batman zu beeindrucken. Wieso? Er ist schwach. Wenn dein Papa schwach ist, was bist denn du? Ich komme nach meiner Mutter. Professor Stein will dem kleinen Ödipus Respekt gegenüber Älteren beibringen. Ich wette, du dachtest immer, du wärst klüger als deine Lehrer. Dachte ich, wäre klüger, Heißsporn? Nein, ich wusste es. Thank you.
Unterricht ist vorbei. Wonder Woman ist draußen. Sie beschäftigt den Rest der Wachen. Wenn sie es nicht war, wer hat dich rausgelassen? Das war ich. Kara. Noch ein Kryptonier? Erkennst du mich, Kel? Meine Eltern haben dein Bild auf meinem Schiff gespeichert. Du bist meine Beschützerin. Sorry, dass ich ein paar Jahre zu spät bin. Du und ich haben Krypton gleichzeitig verlassen, aber die Explosion hat mein Schiff vom Kurs abgebracht. Sehr weit abgebracht. Du bist keinen Tag gealtert. Hyperschlaf. Während du aufgewachsen bist, lag ich auf Eis. Ich dachte, ich sehe meine Familie nie wieder. Jemanden mit meinen Augen, meinem Blut. Du kanntest meine Eltern. Sie haben dich so sehr geliebt. Diana braucht Hilfe. Cyborg, wie lang noch? Gib mir 5 Minuten, dann wird's dunkel. Ich lass dich nicht allein. Ich werde hier sein. Echesta sobre tu nivel! Sie ist keine Nummer zu groß. Was ist bloß mit dir passiert? Kryptonier sind passiert. Komm schon, Batman zählt auf uns. Eins muss ich paar Mal lassen. Die Kryptographie seiner Leute ist top. Ich werde sie trotzdem knacken. Victor, hinter dir! Ein Schmelzpunkt, Cyborg. Rote Sonne-Generatoren! Wir müssen diese Konsole reaktivieren, bevor Superman sich auflädt. Die Dilettantenstunde ist vorbei. Ich glaube, ich schaff das. Nette Armkanone. Hab auch eine. Genug gespielt, Junge. Weißt du, wie man sie einsetzt? Wenn du Tipps brauchst, sag Bescheid. Brainiac ist zu mächtig für Batman. Ich bin eure einzige Chance. Es ist ja so, Superman.
Batman hat uns um Hilfe gebeten. Er hat uns nicht eingezogen, einen Treueeid schwören lassen oder gar mit dem Gefängnis gedroht. Er wird nicht weit genug gehen. Und deswegen wird er versagen. Bleib weg von ihm! Kryptonia, hä? Der Professor weiß, was mit euch zu tun ist. Kryptonit! Genauso schlimm wie Wonder Woman und Black Adam sagt. Gib auf, dann hört es auf. Kryptonia, gib niemals auf! Wir befreien Kal-El, ob du willst oder nicht. Beenden wir es. Normalerweise verletze ich Leute ungern, aber nach dieser Kryptonit-Nummer, dafür wirst du leiden. Hätte sich ergeben sollen. Wo ist Wonder Woman? Weg vom Fenster. Die werden wir eine Weile nicht mehr sehen. Hätte sich ergeben sollen. Wei, du hast dein Kryptonia erledigt. Ihr habt tapfer gekämpft. Aber der Kampf ist vorbei. Bitte, was soll ich jetzt tun? Professor, das ist verrückt. Vielleicht können wir es kontrollieren, aber... Sie haben recht. Wir haben keine andere Option. Verschwinde von hier, Jaime! Jesu Christo, Jason! Jagst uns hoch? Das ist der einzige Weg. Jetzt geh! Verschwindet, und zwar alle! Sonst holt ihr euch deutlich mehr als einen Sonnenbrand. Du würdest eher Metropolis sprengen, als Superman gehen zu lassen? Ich liebe die Erde. Wer bist du? Supermans fürsorgliche Cousine. Du hast so viele Geheimnisse, aber dass etwas vor dir geheim gehalten wird, hältst du nicht aus. Nicht wahr?
kannst Brainiac nicht besiegen, Bruce. Du hast recht, Diana. Das kann ich nicht.